2304 Arbeitsstunden. Das ist die maximale Menge der Arbeitsstunden, die ein Angestellter pro Jahr arbeiten darf. Wie sich dieser Wert zusammensetzt und wo da die Grenzen sind, das erkläre ich dir in diesem Video. Wir schauen uns gemeinsam das Arbeitszeitgesetz an. Ich freue mich, bleib dran. Okay, also jetzt nehme ich dich mit auf meinen Rechner und wir schauen uns ein Absatz nach dem anderen an im Arbeitszeitgesetz. Und die Frage taucht immer wieder auf, ja, wann darf ich nicht mehr arbeiten, ja, als Angestellter? Wo ist die Grenze? 10 Stunden schwirrt da immer im Raum herum, ist nicht ganz so einfach zu handeln. Was passiert eigentlich, wenn man über die 10 Stunden kommt, ja? Und wo sind die ganzen maximalen Grenzen eigentlich definiert? Ja, diese 2304 Stunden, ne? Wie ist das Ganze festgelegt, etc. Und wer ist eigentlich betroffen davon? Müssen die Chefs da mitmachen, ja? Oder sind die davon ausgenommen? Und warum sind die da ausgenommen? Ja? All das schauen wir uns jetzt an. Komm also mit. Also, ich habe mal hier das Arbeitszeitgesetz geöffnet. Das ist überall verfügbar, ne? Ich habe das jetzt hier über Gesetze im Internet mir aufgemacht. Wirst du bestimmt kennen, wenn du das ein oder andere Gesetz mal dir ausgesucht hast. So, ja, ist ein relativ altes Gesetz. Im November 2016 wurde es geändert. Es wird immer wieder diskutiert, aber so in der Basis, sage ich mal, ist eigentlich alles noch beim Alten. Ja, ich bin jetzt zwar kein Jurist, aber und auch nicht so alt, dass ich da irgendwie jede Änderung mit verfolgen konnte, aber ich kenne mich eigentlich schon ganz gut aus. Ist ein Thema gewesen, immer wieder was auftaucht. Deshalb bleibt man früher oder später quasi an dem Gesetz hängen. Ja. Zweck des Gesetzes ist natürlich, und in dem Zusammenhang, ne, Arbeitssicherheit letztendlich im Spiel, dass man die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer schützt. Punkt. Ja, so, es steht ein bisschen mehr drin. Aber die Sonntage und staatlich anerkannte Feiertage sollen als Arbeitsruhen zur seelischen Erhebung der Arbeitnehmer geschützt werden. Genau. So, genau, also das ist eigentlich ganz schnell gesagt, warum es dieses Arbeitszeitgesetz gibt. Ja, man soll einfach sich nicht zu Tode ackern, ja, so, sondern im Rahmen von anerkannten Grenzen bleiben, ja, sodass man sich nicht irgendwie total fertig wirtschaftet, ne, also durchbrennt quasi. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so selten, dass man letztendlich auch diese Herausforderungen hat, ne, dass hier Burnouts stattfinden, etc. etc. Es gibt im Kapitel 2 Begriffsbestimmungen. Ja, Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeitszeit ohne die Ruhepausen. Ja, das heißt also, wenn du jetzt beispielsweise ständig Pause machen musst, ne, es geht wirklich um die Nettoarbeitszeit, die du letztendlich effektiv und produktiv im Auftrag deines Unternehmens arbeitest. Ja. Genau, hier sind auch Zeiten letztendlich festgelegt, ja, wer ein Arbeitnehmer ist, ja, ein Angestellter, ja, ist ein Arbeitnehmer, fertig. Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist Zeit von 23 bis 6 Uhr. Jeder, der mal in der Nachtschicht gearbeitet hat, weiß, kennt diese Zeiten natürlich, ne? Mir inklusive als Student viel Nachtschicht gearbeitet, bringt ja auch die besten quasi Studenten, ja, Verdienste. Bäckereien, Konditoren sind in irgendeiner Form auch da mit berücksichtigt, weil sie auch andere Arbeitszeiten haben. Also da ist schon sehr viel Detailarbeit im Spiel, sage ich mal, aber immer noch überschaubar. Man versucht ja mit so einem Gesetz eigentlich alles zu erschlagen. Das ist letztendlich die Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Genau, so, und du kannst dir das Gesetz natürlich auch selbst mal angucken, ne? Relevant wird es letztendlich hier im zweiten Abschnitt, ja, Paragraph 3, Arbeitszeit der Arbeitnehmer. Und da kommt nämlich der erste wichtige Hinweis, ja, und zwar die werktägliche. Das ist auch nochmal eine Begriffsbestimmung. Was ist ein Werktag? Ja, ein Werktag ist da eigentlich der Samstag mit eingeschlossen. Ja, ne, Punkt. Ja, arbeitest du in deiner Firma 6 Tage die Woche? Wahrscheinlich nicht. Ja, und das gibt halt viel Flexibilität dann hinten raus, ne? Ein Werktag, also eine Woche im Sinne des Arbeitszeitgesetzes, soweit ich weiß, ja, berücksichtigt 6 Arbeitstage, ja, und nicht 5, wie wir es eigentlich alles schon kennen. Ja. Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 8 Stunden nicht überschreiten. Aha,
Also das heißt, nicht die 10 Stunden sind im Spiel, sondern die 8 Stunden. Das heißt, wir dürfen eigentlich nicht länger als 8 Stunden arbeiten. Steht da. Aber, und jetzt kommt dieses Aber ins Spiel, bezogen auf den Begriff Werk, tägliche Arbeitszeit, heißt das, dass wir innerhalb von 6 Tagen quasi nicht länger als 8 Stunden arbeiten dürfen. Und im nächsten Satz relativiert sich das Ganze ein bisschen. Das heißt dann, sie kann auf bis zu 10 Stunden nur verlängert werden. Also das heißt, es gibt tatsächlich diese ominösen 10 Stunden. Wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich überschritten werden. Heißt so viel wie, du kannst ab und zu mal 10 Stunden arbeiten, aber bist dazu verpflichtet, oder beziehungsweise dein Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, letztendlich diesen Durchschnitt von 8 Stunden pro Werktag, also wohl erklärt nochmal, der Werktag schließt den Samstag mit ein, wenn dieser Durchschnitt gehalten werden wird. So. Das ist nämlich der Punkt, also mir eingeschlossen irgendwann. Als ich im Angestelltenverhältnis unterwegs war, habe ich mich dann auch gefragt, wie läuft denn das eigentlich? Ist ja schön und gut, aber wie ist denn das eigentlich, wenn ich mal beispielsweise einen Kundenbesuch mache, und der nicht gerade um die Ecke ist, sondern eigentlich auf dem gegenüberliegenden Kontinent oder so, auf weiteren Kontinenten, innerhalb eines Besuchsmonats oder einer Besuchswoche. Wie läuft denn das eigentlich? Und bin dann letztendlich genau darüber gestolpert. Es ist tatsächlich so, dass man letztendlich diese 10 Stunden nicht überschreiten darf. Und wenn man die halt mal überschreitet, dass man innerhalb dieser 24 Wochen bzw. 6 Monate dann auf diesen Durchschnitt runterkommen muss. Und oft ist es so, dass wenn man sich genau diese Faktoren ins Feld rollt und sich das Ganze mal wirklich anschaut, wie man gearbeitet hat, was man gearbeitet hat, wie die Gesamtstunden ausschauen etc., dann ist es doch eher so, dass man eigentlich immer drunter bleibt. Und das ist nämlich so das erste Feedback, als ich letztendlich diese Thematik mal wirklich durchexerziert habe, und wir gemeinsam dann quasi jeder für sich dann mal nachgucken musste, wie es denn ausschaut, wie der Durchschnitt ist. Und der war dann eigentlich ganz gut unter den 8 Stunden gewesen. Genau, trotzdem, also merkt ihr, 8 Stunden nicht überschreiten. In der Regel, wenn du 6 Tage arbeitest, wenn du 5 Tage arbeitest, gibt es da andere Möglichkeiten. Aber in keinem Fall die 10 Stunden. So, Punkt. Die 10 Stunden dürfen nicht, also nette Arbeitszeit, nicht überschritten werden. Jetzt ist der nächste Paragraph, das nächste Kapitel auch ganz, ganz wichtig, Paragraph 4, Ruhepausen. Die Arbeit ist durch im Voraus feststehenden Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Zeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Das heißt, du musst Pausen machen. Und hier steht, wie lang diese Pausen mindestens sein müssen. Darfst du längere Pausen machen? Na klar, darfst du längere Pausen machen. Müssen diese Pausen vorab festgelegt sein? Ja, müssen sie. Ja, ganz einfach. Und also dir stehen diese Zeiten quasi als Gesamtpausenzeit zur Verfügung. Auch da ist es relativ. Also es gibt Unternehmen, die sehr viel Vertrauen auch in ihre Mitarbeiter setzen, definitiv in sogenannten unproduktiven Bereichen. In Bürobereichen beispielsweise ist das eher so im Gleitzeitmodell angepasst, und da ist es auch vertretbar, wenn das nicht zu stramm geregelt ist. Aber in Produktionsbereichen, da ist es teilweise notwendig. Wenn man an so einer Linie arbeitet beispielsweise und der Stationsnachbar beispielsweise noch nicht von der Pause zurück ist, dann steht die ganze Linie. Und deshalb, also hier stehen auch letztendlich die Mindestpausenzeiten, die Ruhezeiten. Genau. Und als nächster Absatz, die Ruhepausen nach Satz 1, können in Zeitabschnitte von jeweils 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Ganz wichtiger Punkt, maximal 6 Stunden. Und da muss
müssen Pausen im Spiel sein. Macht absolut Sinn, ist auch in der Regel so geregelt. Ja. Genau, auch ein wichtiges Kapitel, besonders für Unternehmen, die in Mehrschicht arbeiten beispielsweise, die Ruhezeit. Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. Ja, das heißt, du kannst nicht irgendwie Doppel- und Dreifachschichten fahren. Ja. Mit der gleichen Person, das geht nicht, ja, oder wenn du die Person bist, ja, es ist einfach nicht zulässig. Du musst mindestens 11 Stunden dich ausgeruht haben. Ist es gut so? Natürlich ist es gut so. Ja. Wird es eingehalten? Ja. Ja. Genau, jetzt werden hier ein paar Ausnahmen ins Feld gerollt. Ne. Die Ruhezeiten können in Krankenhäusern zum Beispiel eine andere sein. Das ist einfach so ein Notfalldienst, der entsprechend anders gehandhabt wird und gehandhabt werden muss. Das ist also mein größten Respekt an die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten. Es ist echt unvorstellbar, ja, unvorstellbar, ist für mich unvorstellbar, was für Belastungen, zeitliche Belastungen, menschliche Belastungen etc. auf diesen Menschen lasten. Ja, also unglaublich, eine Riesenleistung in dem Zusammenhang. Ja, Betreuung von Personen etc. Ein paar aber Ausschlüsse, also das ist auch nicht. Kannst du dir alles durchlesen? Ja, ich gehe nur auf die Bereiche ein, die ich persönlich als sehr wichtig empfinde und als so die Big Points empfinde. Und trotzdem natürlich, alles ist wichtig, aber wir haben jetzt auch nicht irgendwie ewig Zeit, uns jedes kleine Detail anzuschauen. Außerdem bin ich auch kein Jurist in dem Zusammenhang. Ja, ist das jetzt auch nur meine Reflexion der ganzen Geschichte. Wenn du bei dem einen oder anderen Punkt nicht sicher bist, dann hol dir jemanden, der sich mit dieser Thematik auch stärker auskennt. Ne? Die SIFAs zum Beispiel, die sollten sich in dem Bereich auskennen, die Betriebsärzte sollten sich auskennen, aber auch externe Juristen beispielsweise sind einfach dafür auch ausgebildet, dich in diesen Bereichen entsprechend zu beraten. Ja? Und lieber ist es so, dass du letztendlich bei Unsicherheiten einfach auf diese Menschen zugehst. Ja? So, Nacht- und Schichtarbeit, ja, wenn du Nacht- und Schichtarbeit hast, das ist ein größerer Absatz, der geregelt wird. Entsprechend, ja, wenn du halt hier betroffen bist, dann kannst du dir auch diesen Absatz hier anschauen. Abweichende Regelungen, ja, das überspringen wir auch. Ja, mir ist ganz wichtig, unten noch einen Bereich kurz ins Feld zu rollen. Sonn- und Feiertagsruhe. Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden. Ja. So, hört sich hart an, ist aber im Sinne der Arbeitnehmer letztendlich auch sinnvoll. Aber es gibt Möglichkeiten, ne? Möglichkeiten, wie man sich Sondergenehmigungen einholen kann, eine Gefährdungsbeurteilung beispielsweise ins Feld rollt etc. Und wenn das Ganze dann wirklich notwendig ist, ja, gibt es auch da die Möglichkeiten, sich solche Sondergenehmigungen dann ins Feld zu holen. Ne? Empfehle ich niemandem, ne? Also, wenn die Zeit einfach nicht ausreicht, dann muss man früher oder später über Ressourcen nachdenken. Wenn man nicht die Möglichkeiten hat, sich weitere Ressourcen ins Feld zu holen, also Mitarbeiter oder andere Ressourcen, dann muss man generell an seinem Businessmodell ein bisschen rumschrauben und sich fragen, ob man beispielsweise die richtige Preisgestaltung auch im Feld hat, ja, die dann auch langfristig und nachhaltig entsprechend das Geschäft sichern kann, etc. etc. Ne? Also an den Mitarbeitern und der Gesundheit der Mitarbeiter sollten solche Dinge nicht abgewälzt werden. Meine Meinung, ja, je nachdem, was du denkst, bleibt dir überlassen. Aber ich empfinde es als Verantwortung, als Verantwortlichkeit, wie man mit Menschen und deren Gesundheit auch umgeht. Und ich bin mir auch sicher, dass du mir da zustimmen wirst. Genau. Hier sind in § 10 beispielsweise entsprechende Ausnahmen. Ja? Also hier wird quasi der § 9 nochmal entschärft, ne, wenn da Not- und Rettungsdienste im Spiel sind. Also eine Feuerwehr sollte schon zum Beispiel ausrücken können und dürfen, ja, auch an so einem Feiertag, besonders vielleicht sogar da, ja, an Weihnachten oder so. Und ist ja logisch, ne, dass man die dann entsprechend auch hier rausnimmt aus dem Arbeitszeitgesetz, um sicherzustellen, dass eine entsprechende Dienstleistung dann auch jederzeit verfügbar ist.
So, und so hat es eine ganze Liste an unterschiedlichen Einrichtungen, ja, die entsprechend ausgeklammert sind. Ja, du kannst auch das dir angucken, ob dich das betrifft oder nicht. Ja, diesen Paragraph 10. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.